Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Rollenspiel- und Science-Fiction-Freunde, zurück bei Let's Play Mass Effect. Ich bin Nightflyer und nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen mit dem Marco unterwegs waren und ich überlegt hatte, welche Quest wir als nächstes machen, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht doch erstmal zur Citadel zurückkehren, einfach weil ich auch erstmal wieder so ein bisschen ins Spiel reinkommen muss. Und dazu öffne ich mal die Karte der Galaxis. Ich habe hier echt fast alles vergessen und muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinfinden in die ganze Angelegenheit hier. Und muss erstmal rausfinden, wo wir das Pheros... Citadel da hinten, okay. Da reisen wir jetzt als nächstes erstmal hin. Damit ich erstmal wieder so ein bisschen hier reinkommen kann. So, und wir landen mal. Ah, jetzt sind wir schon da. Immer wieder schön auf der Citadel zu landen. So, da wären wir. Ja, laden, speichern. Das, auf der PlayStation 3 dauert das alles so ein bisschen. Das lässt sich leider nicht ändern. Ich war am Überlegen, ob ich es auf dem PC weiterspiele, aber dann hätte ich das Spiel nochmal auf dem Forum beginnen müssen. Da hatte ich dann auch nicht so wirklich Lust drauf. Achso, wir sind gar nicht, wir müssen jetzt hier ganz normal rausgehen, ne? Glaube ich. Mal sehen, ob wir das hinkriegen hier. Ich glaube, hier müssen wir raus, ne? Jawohl. Normen, die verlassen und wir nehmen, auch wen nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir nehmen Liara mit. Die war ja, glaube ich, noch gar nicht auf der Citadel bis jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Und ich erwarte jetzt hier nichts großartig Böses. Ich nehme mal Ashley mit. Ja, so machen wir es. So, jetzt aber. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, dann joggen wir erstmal wieder ein bisschen durch die Gegend hier. Ich würde das gerne. Achso, geht alleine, okay. Zur C-Sicher. Konnte man hier nicht schnell reisen irgendwie? Ich gucke jetzt erstmal kurz, bevor wir jetzt ja weitermachen, gucke ich jetzt mal kurz ins Tagebuch. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier auf vermisste Marines bin? Kann ich das Aufgaben anschauen? Aufgaben schließen, Namen sortieren, alle als gelesen markieren? Nee, kann ich nicht. Okay, man kann es nicht auswählen. Ja gut, da müssen wir uns irgendwie rausfinden. Aber konnte man hier nicht schnell reisen? Wir mussten ja... Wir müssen mal rausfinden, wo wir die ganzen Leute alle finden. Wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl. Ich habe übrigens, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge noch nicht erwähnt. Ich habe mal diese ganzen Filter abgeschaltet hier, so Grain. Kommt es denn oft vor, dass Menschen Frauen an vorderster Front kämpfen, Chief Williams? Ich weiß, dass salarianische Frauen nicht beim Militär dienen. Es kommt immer häufiger vor, aber es hat eine Weile gedauert zu beweisen, dass Damen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte umgehen können. Derart aufgezwungene soziale Rollen sind in zweigeschlechtlichen Gesellschaften nicht ungewöhnlich. Ich hatte Glück, nicht mit dieser speziellen Last umgehen zu müssen. Ja, hatten wir mal wieder einen interessanten Dialog hier. Was soll ich gerade sagen? Also ich habe das Filmgrain abgeschaltet und dieses Motion Blur, diesen Bewegungsunschärfe-Effekt. Weil mich das einfach stört. So. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wenn wir mal auf die Karte gucken, vielleicht sehen wir da irgendwas. Boah, das ist die Schwierigkeit halt. Warte mal, konnte ich hier irgendwie die Ebenen ändern? Nee, ne? Wir können reinzoomen, rauszoomen, Zielort einstellen,
Ausrüstungs-Sicherheitsbüro. Vielleicht sollten wir erstmal irgendwie nach draußen. Hier, warte mal, hier ist ein Schnellreisepunkt, oder? Genau, den nehmen wir. Und wir müssen zum Präsidium, glaube ich. Und zwar zum Citadel-Turm möchte ich. Ich hoffe, dass das alles richtig ist. Dass ich mir das gemerkt habe, wo die Leute sind, die wir suchen. Also zumindest bei dem General, ja. Der sollte da sein eigentlich. Den haben wir da, glaube ich, getroffen. General, ja. Wie heißt er denn? Werden wir gleich sehen. Da müsste nämlich gleich, glaube ich, rechts stehen. Sobald ich mich bewegen kann. Ja, also das mit diesen Spieldaten speichern, das ist echt super lästig. Kahoku hieß der. Kahoku. Ich glaube, der war das, ne? Nein. Rear Admiral Kahoku. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Ja, leider schlechte Nachrichten. Oder sie sind tot. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe sie gefunden. Oder was von ihnen übrig blieb. Sie wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Tja. War es eine Falle? Ich weiß gar nicht mehr, was wir dazu gesagt hatten. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Was heißt das hier? Der Captain sagte, Sie hätten Informationen über Baines. Nicht so viele, wie ich gerne hätte. Eine meiner Mannschaften hat ihn gefunden, steif gefroren an Bord eines Wrackschiffes. Das vermisste Aufklärungsteam, das Sie für mich finden sollten. Sie haben das System untersucht, in dem wir Baines Schiff gefunden haben. Okay, daran konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern. Okay, wie können wir denn helfen? Vielleicht können wir ja noch weiter was für ihn tun. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Alles klar. Okay. Der meldet sich. Und ich bin mir sicher, dass er sich meldet, denn ich glaube, zu wissen, worauf diese Quest hinausläuft, diese Questreihe. So, jetzt müssen wir... Wohin? Wer bist du? Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Was ist denn? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Häufiger als mir lieb ist, ja. Ich weiß es jetzt gerade nicht so. Ja, ich sag mal, ich bin Commander Shepard. Ich bin nicht nur Soldat. Ich bin ein Spectre. Ein Spectre? Ich hatte gehört, dass Sie jetzt auch Menschen zulassen. Wurde auch Zeit. Das bedeutet, dass Sie überall hingehen können, nicht wahr? Auch in die Traverse? Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Angegriffen? Haben Sie eine Ahnung, warum jemand sie angreifen sollte? Plünderer, Sklavenhändler, Söldner, die auf leichte Beute aus sind. In der Traverse treibt sich ein übles Pack herum. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Okay, wir untersuchen das nochmal weiter eben. Was für ein Schiff war es? Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Die Majesty ist nur ein kleines Handelsschiff mit einer Handvoll Leuten als Besatzung. Aber er hat dafür gesorgt, dass sie immer gut in Schuss ist. Ich bezweifle, dass technische Probleme der Grund sind. Aber sie haben keinerlei echte Waffen oder Schilde. Die Majesty ist leichte Beute für jeden, der es darauf anlegt. Untersucht den Vorfall denn niemand? Mein Bruder ist nur ein kleiner, unabhängiger Händler.
Schiffe wie seins verschwinden ständig in der Traverse. Okay, wir fragen, weil wir brauchen das Geld. Fragen wir mal. Na komm. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Alles klärchen. So, haben wir direkt noch eine Quest bekommen. Das Problem ist jetzt, ich wüsste gern, wo wir... Ja, das würde ich jetzt gern machen hier. Narsana informieren und ich wüsste gern, wo wir die finden. Aber warte mal, gehen Sie in die Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums. Okay, die Botschaftslounge, die müsste dann ja auch hier sein, oder? Karte. Welches ist die Botschaftslounge? Ratskammern? Ah ne, wir sind ja im Citadel-Turm. Okay, Präsidiums... Dingser. Wo ist unser Schnellreisepunkt? Die Botschaftslounge war das, glaube ich, ne? Präsidium? Botschaften. Mal sehen, ob wir die finden. Ja, da jetzt erstmal wieder reinzukommen hier, das ist ja gar nicht so einfach. Wenn du das Ding am Stück durchspielst, ist das kein Thema. Aber wenn du da irgendwie fast 2 Jahre Pause zwischen hast, dann wird es dann doch ein bisschen schwierig. So. Ja, und die Spieldaten werden gespeichert. Ich bin geneigt, das wieder abzuschalten, aber ich habe Angst, dass das Spiel freeze oder irgend sowas. Das kann man leider auf der PlayStation 3 schon mal vorkommen. Und dann stehen wir da. So, ich guck mal eben. Wir haben jetzt hier so Punkt Avina. Da ist Narsana. Da müssen wir hin. Und da können wir uns jetzt auch eine Markierung setzen. Sehr gut. Und dann schauen wir mal. Sind wir hier hoch? Nee, ne? Wir gehen einfach mal hier lang. Vielleicht ist es doch richtig, ja. Sieht gut aus. So, Narsana. Welche war es? Ist das irgendein Asari? Ach, da sitzt er doch. Und Shepard? Haben Sie meine Schwester gefunden? Wissen wir, ob sie uns belogen hat? Vielleicht weiß sie ja gar nichts. Vielleicht hat die Schwester sie ja auch reingelegt. Dahlia ist tot. Und ich weiß, dass sie sie erpresst hat. So kommt die Wahrheit ans Licht. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Sie verstehen doch gewiss, warum ich Sie belogen habe, nicht wahr? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten Sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Darum habe ich sie in die Irre geführt. Ich konnte nicht riskieren, dass sie mich bloßstellen. Aber nun ist das kein Problem mehr. Ich werde nicht gern benutzt. Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so ganz gesehen, wo da die Erpressung war, aber okay. Machen Sie Ihre Drecksarbeit demnächst selbst. Verzeihen Sie, dass ich nicht ehrlich zu Ihnen war. In meiner Familie vertrauen wir anderen nicht gerade schnell. Offensichtlich. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Das Sie Mindeste. Werden gewiss zufrieden sein. Und wir wissen noch was Besseres? Was wissen wir denn Besseres? Was wissen wir denn Besseres? Ich würde das jetzt gern ausprobieren, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt... Man weiß ja immer nie, was dahinter steckt. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard.
Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Alles klar, gut, ich hätte es mehr lieber die Kohle gehabt, ehrlich gesagt, jetzt. ich glaube, die Kohle haben wir trotzdem gekriegt. Egal. Diplomat, wollen wir mit dem sprechen? Was hat der? Hat der irgendwas? Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ja, offenbar nicht. Okay, hier können wir einen trinken. Das wollen wir jetzt aber nicht. Haben wir, glaube ich, alles erledigt hier, ne? Soweit. Ich guck nochmal auf die Karte. Ob wir noch irgendwo einen interessanten Punkt haben. Ah, ich weiß schon. Ich weiß was. Fällt mir gerade ein. Aber ich weiß nicht, wo wir ihn finden. Konrad Werner. Der müsste auch noch irgendwo hier rumwetzen. Die Frage ist nur, wo. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal, wir suchen uns nochmal eben hier den, nee, von hier sind wir gerade gekommen, ne? Glaube ich. Wir suchen uns nochmal so einen, Transrapid. Und dann suchen wir nochmal Konrad Werner. Bezirke, schätze ich. Und ich schätze möglicherweise bei den Märkten. Mal gucken. Denn die Quest ist noch nicht als erledigt eingetragen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir den nochmal treffen müssen. Die Frage ist jetzt halt nur wo. Der ist halt immer woanders. Also ich glaube, beim ersten Mal haben wir ihn, glaube ich, auf den Märkten getroffen. Deswegen hoffe ich, dass er sich da noch irgendwo rumtreibt. Boah, wie lange das immer dauert, bis die Texturen nachgeladen sind. Das ist der Hammer. Ja, ich glaube, ich schalte das bald wieder ab, damit den Spieldaten speichern. Das gibt mir doch ziemlich auf den Keks. Dem wollen wir nicht. Ich guck mal eben auf die Karte. Also wenn der jetzt hier wäre, müsste der hier eigentlich eingezeichnet sein, oder? Können natürlich ein bisschen rumlaufen hier. Vielleicht finden wir ihn. Aber das glaube ich fast nicht. Wo könnte Konrad Werner jetzt sein? Ich meine, ich habe das zwar schon gespielt. Mehrfach sogar. Aber, ne, warte mal, da kommen wir zu diesem... Vielleicht ist er ja da. Wir gucken mal. Das ist das Flux? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube Flux, ne? Oh, hier könnten wir Spaß haben. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Okay, okay. Konrad Werner, wo bist du? Harkin. Mit denen haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir mit dir nochmal quatschen müssen. Verschwinden Sie! Ja, ja, ist klar. Lassen Sie hier hinten kommen wir nicht mehr rein. Ah doch. Ich dachte, hier kommen wir gar nicht mehr rein. Naja, die Folge dient für mich jetzt erstmal hier hauptsächlich zur Orientierung. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder richtig weiter. Mit dem Questen. Und so weiter. Aber ich würde gern Konrad Werner noch finden. Den würde ich echt gern noch finden. Und ich glaube, wir machen das jetzt gleich mal folgendermaßen, bevor ich mir hier einen Arsch absuche. Bevor ich mir jetzt hier einen Arsch absuche, werde ich das Spiel, glaube ich, kurz pausieren. Das schneide ich natürlich hinterher raus. Und werde das kurz mal googeln. Denn ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, hier wirklich alles nach Konrad Werner abzusuchen. Der könnte ja überall sein. So, in dieser Gegend haben wir
Tali das erste Mal getroffen. Ah, hier so ein Keeper. Haben wir die eigentlich alle gescannt? Weiß ich jetzt gar nicht. Die mussten wir scannen, ne? Da muss ich jetzt kurz mal gucken, ob wir die alle gescannt haben. Ich nehme an, es war eine Nebenaufgabe, ne? Die Keeper-Scan haben wir gemacht. Alles klar, super. Warte mal, hier, der Fan. Das ist das mit Conrad Werner. Was sollte schon schaden, mit ihnen zu sprechen, ja? Sie hatten eine Begegnung mit Conrad Werner. Er scheint ein harmloser Fan von ihnen zu sein. Ja, die Quest ist aber noch offen. Also, den müssen wir offenbar nochmal finden. Wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Geh jetzt mal auf die Tür. Danke. Okay, ich pausiere das gerade mal und dann bin ich sofort wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Und ich muss jetzt ganz kurz mal nochmal in unser Questlog gucken. Denn wir müssen... Noveria, Feros, das war, wo war das? Artemis Tau Cluster. Welcher Planet war denn das hier mit Liara? Weiß jetzt gar nicht. Ich glaube aber, wir müssen erstmal hier Feros, also wir müssen eine der Missionen hier abschließen erstmal. Feros oder Noveria, danach können wir ihn wieder treffen. Vorher nicht. Und wir müssen ihn theoretisch tatsächlich bei den Märkten wieder treffen. Soweit ich das jetzt gelesen habe. Wir gucken jetzt eben nochmal. Vielleicht ist er doch hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir ihn getroffen haben. Ich meine, dass es da hinten irgendwo war. War es hier irgendwo, wo wir den getroffen haben? Den guten alten Conrad? Oder war es hier irgendwo? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir gucken jetzt hier eben nochmal, wenn wir ihn jetzt nicht sehen, dann lassen wir es. Vielleicht da oben? Nee. Junge, Junge, also diese Ladesequenzen. Nee, Conrad ist nicht zu sehen. Steht er hier irgendwo? Ich glaube, der würde uns dann auch auf der Karte angezeigt werden, ehrlich gesagt. Okay. Gut, dann lassen wir das. Ich würde sagen, wir reisen wohin? Ja. Ich möchte. Ja, nein, nee. Was ist denn jetzt hier los? So. Wie kommen wir denn zurück zum Schiff? Zitadator, Finanzdistrikt zurück, gemächliche Konsorten. Da wollen wir überall nicht hin. Wir wollen zurück zum Schiff. Das geht dann wahrscheinlich nur über C-Sicherheit, schätze ich. Sicher doof, wieso gibt es denn hier keinen extra Reisepunkt zum Schiff? Na gut, dann Sitter der Sicherheitsdienst. So. Ich glaube, jetzt müssen wir mit dem Aufzug fahren, ne? Und dann kommen wir, glaube ich, zu unserem Schiff. Und in der nächsten Folge schalte ich dieses Autospeichern ab. Das macht mich ganz verrückt, ehrlich gesagt. Okay, dann mal rein hier. Zur Andockbucht, genau, so war das. Dann würde ich sagen, suchen wir uns noch. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Mhm. Dann werden wir kurz noch gucken, was wir als nächstes machen.
Beziehungsweise vielleicht sogar noch dahin reisen. Ich tendiere dazu, noch ein paar Nebenquests zu machen. Wir haben ja auch eine neue bekommen jetzt. Das dauert aber lange hier. Angeblich sind das ja Ladebildschirme, ne? Also diese Fahrstühle, dann lädt er immer. Dummerweise lädt er aber auch zwischendurch immer. Das ist nicht wirklich Sprinten, oder? Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ja komm, ich will da rein. Dekontamination aktiv. Das ist der nächste Ladebildschirm. Dekontamination aktiv. Ich will doch hier nur rein. Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es alles so lange gedauert hat hier. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Also eigentlich hat er jetzt das Kommando nicht mehr. Weil jetzt bin ich ja wieder da. So, und wir gucken, was wir als nächstes machen. Dazu einmal in unser Questlog. Ne, nicht Karte, sondern Questlog. Und zwar würde ich sagen, vermisstes Forschungsteam. Begeben Sie sich eine Videonachricht, davon berichtet vor kurzem Kontakt zu einem Forschungsteam. Feindliche Übernahme. Helena, ne, das möchte ich nicht. Biotischer Kommune? Nein, auch nicht. Ich hatte hier eine Aufgabe, die ich gern gemacht hätte. Eine Gruppe fanatischer Biotiker am Hades Gamma Cluster hat den Vorsitzenden des parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien als Geisel genommen, sich mit einem genau, das machen wir. Oder? Ich würde sagen, das machen wir. Im Hades Gamma Cluster. Und da müssen wir in das Farinata-System. Hades Gamma Cluster in das Farinata-System. So, erstmal rauszoomen hier wieder. So, dann gucken wir mal. Asteroid XX57, was ist da Spannendes? Dass er das so hervorhebt? Weiß ich jetzt nicht. Ja, wir suchen Voyager Hades Gamma. So, und jetzt in das da haben wir es schon. Farinata-System. Da reisen wir hin. Und da werden wir dann in der nächsten Folge uns wiedersehen und mal schauen, ob wir diesen Frachter finden und was wir gegen die Biotika ausrichten können. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Kahoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Okay, wir haben also eine Nachricht von Admiral Kohaku bekommen und wir haben einen ersten Hinweis auf Cerberus. So, hier gehe ich jetzt erstmal wieder raus.
Denn ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir werden in der nächsten Folge mal schauen, wo genau wir hin müssen, um diese Aufgabe weiterzumachen, die wir da bekommen haben mit Cerberus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.